Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer, zurück zu 7 Tage bis zum Tod. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit die Sachen eingeräumt, die wir Ende der letzten Folge... die wir in der letzten Folge gefunden haben. Also warte, ich mache nochmal einen kurzen Schwenker hier zu dem Trader. Und habe mir die Skills angeguckt. Ich musste so viel auf Intelligenz gehen, aber ich müsste eigentlich noch mehr auf Intelligenz gehen, um eventuell auch selbst sowas wie Erdbohrer und sowas zu bauen. Problem dabei ist, ich müsste erstmal an diese mechanischen Werkzeugteile oder wie auch immer die heißen, Motorwerkzeugteile so rankommen. Ich weiß gar nicht, ob... Na, ich laufe schon wieder falsch. Das ist der Klassiker hier in diesem Let's Play. Ja, wieder falsch. Hallo, Madame. Das ist eigentlich auch Zeug, was ich dir... Pass mal auf, Lady. Erstmal verkaufe ich dir Zeug, ne? Nein, das verkaufe ich nicht. Das verkaufe ich... Na, scheiß drauf, brauche ich nicht. Okay. So, was hast du denn hier mit? Kunst des Bergbaus. Kaffee. Ah, ja, okay. Boah, das ist eigentlich auch nice. Alter. Du blöde Kuh. Das ist natürlich geil, ne? Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn ich das auf meinen Hammer packe, dass der noch brennt. Wie lange? Ja, okay, du hast noch ein paar Tage das Zeug. Ich belasse es mal so, ich hol's mal nicht. Ich guck nochmal hier. Ja, Papier, Alter, das wäre schon alles nice, aber das kostet mich gerade gar nicht so viel. Okay. Alter, das geht. Scheiße. Ja, dafür, für sowas muss ich Geld ausgeben. Schießpulver. Na, ist egal, hol ich. Und, ja, sehr gut. Hab immer noch über 5000. Bedeutet, hab ich denn überhaupt schon? Weiß ich gar nicht. Ich denke gerade drüber nach, ob ich schon diese Fähigkeit über einen dieser Buch-Skills erlernt habe. Ob ich da aus der Höhe irgendwie springen kann, ohne mir die Haxen zu brechen. Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht. Schnell runter hier. Ganz schnell runter hier. Aber jetzt mal ganz schnell runter hier. Jetzt wieder ganz schnell hoch hier. Ganz schnell hoch hier. Ganz schnell rein hier. Ganz schnell rein hier. So. Ja. Erstmal wieder Zeug anhorten. Ist hier fertig? Na, nee. Die 30 Sekunden warte ich jetzt nicht. Dann brenn mal weiter. Interessiert mich in Feuchten. Ich bin ein Held. So. Lass ich so durchgehen. So, ich fahre jetzt hier erstmal zu diesem Dünger, was ihr da auf dem Kompass seht, den Loot, der abgeworfen wurde. Boah, da wird jetzt ein Motorwerkzeugteil drin sein. Man muss manchmal die Sachen auch einfach durch positive Gedanken irgendwie erzwingen. Dann, im Nachhinein möchte ich dann dahin, wo ich gleich, wo ich schon das rote Fähnchen reingesetzt habe. Da habe ich irgendeine Mission. Dann würde ich, glaube ich, noch eine Mission machen und würde dann zum Trader. Oder ich guck mal, wie das Ganze gelegen ist. Vielleicht fahre ich auch... Ah, hallo, Madame. Erstmal zum Trader. Und dann einmal der Mission. Ach, guck mal, da bist du gelandet. Da, weil du da auch sehr schön noch schwebst. Perfekt. Du bist perfekt, Kiste. Du kannst schweben. Du bist heilig. Das zerstöre ich noch nicht mal. Und du, dich nehme ich mit und verkaufe dich. So. Wo sind wir? Wo habe ich mir... Wo ist das rote Fähnchen? Sag mal, wo ist denn das rote Fähnchen? Südwestlich.
Aha, ja, okay. Jetzt habe ich es auch auf der großen Karte gesehen. Sehr gut. Und ich muss eigentlich immer noch Autos zerscrappen. Darf ich nicht vergessen, um an Bassin zu kommen. Es wird schon knapp. Es wird schon knapp. Naja, die Fahrt dahin sollten wir noch hinkriegen. Eventuell dann sogar noch zum Trader. Und dann habe ich ja noch ein bisschen Bassin in der Hinterhand. In der Hinterhand, in der Hinterhand. Du wohnst hier im Hinterland? Im Hinterland. Deshalb berühre ich mit meinem Hintern Hand. Oh, ja. Ist so. Nein. Der will doch nicht. Nee. Der will doch nicht, dass ich hier jetzt reingehe zur Mission. Ja, sag mal, bist du denn völlig blöd? Warte mal, wo ist es denn? Nee. Die Fernsehtypen. Alter. Okay, warte mal. Aber ich glaube, das ist dann nicht da drin. Das darf nicht da drin sein. Solche Missionen sind dann immer eigentlich im Freien. Alter, würde ja richtig Krempatsch jetzt kriegen. Nein. Mission, du bist nicht da drin. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Alter. Nicht euer Ernst. Alter, und jetzt irgendwo oben oder so. Ach, komm schon. Alter, Spiel. Straf mich doch nicht so. Komm schon, die Tänzer, ey. Boah. Echt Spiel. Was ein Verarsche. Ja, komm. Kann ich doch wenigstens wieder meinem Hobby nachgehen. Sinnloses Looten. Ich trinke dich, du Schwein. Ja. Bier nehme ich jetzt auch gar nicht erstmal mit. Die Scheiße sippel ich einfach so weg. Was haben wir hier? Hier ist Müll. Na siehste. Alter, hier. Komm, ich mach mal. Wir müssten jetzt eigentlich. Ja, die sind jetzt hier irgendwo. Ist das eine Scheißfrechheit? Ja, solche Missionen finden eigentlich immer im Freien statt. Wenn die ganzen Zombies da auftauchen. Das war wohl ein bisschen Matsche durch die Random World. Ja, warte mal. Dann lass mich doch mal die Mission auch ordentlich verfolgen. So. Warte, achso, ich muss auch nur eins von drei töten. Ja, wenn das größte Problem... Aha, okay, ist dann... Zählt das? Jawohl. Bitte. Bitte, dass sie draußen mal sein. Bitte. Nein, ist natürlich da drin. Oh, ich trete in den Purpose. Wenn ich noch einen von euch sehe, weißt du was, Pumpe. Yes. Die Schrotflinte war auf meiner Seite, Freundchen. Oh, nee, du kriegst den Hammer. Denn das ist offensichtlich der besagte Hammer. Okay, sehr nice. Da ist noch ein Safe. Den knabber ich mir auch noch. Oh ja, Spiel, du weißt, dass ich Papier liebe. Oh ja. Nee, Bierbraurezept. Ach komm, kann ich... Ich guck da jetzt nochmal rein. Ja. Komm, lern ich. Nur für dich, Spiel. Nur für dich. Okay, ich glaube, in dem kleinen Safe ist jetzt ein Erdbohrer. Bitte. Bitte sei einfach da drin. For you. Laserzielhilfe ist echt kacke, finde ich, hier in dem Game. Nehme ich aber mit, um gleich zu verkaufen. Hier scrappe ich mal ein bisschen. Dich auch verkaufen. Nehme ich auch. Ja. Nächster Weg, Trader. Erst dann macht es Sinn, die andere Mission zu starten. Dann verkaufe ich das ganze Zeug da einfach nochmal. Nächster Halt, Trader Joe. Vorher bin ich an den Autos, yo. Ach, schon verkackt. Es tut mir leid.
Eine Patrone, ja. Dafür lasse ich mir jetzt auch mein Inventar vergurken im Spiel. Ich glaube, takt. Ja. Ah, ein Messingkühler aus Eisen. Gott sei es gepfiffen. Und was für eine Bleibatterie? Da kaufe ich auch. Ich meine, ich habe einen Motor. Ja. Obwohl, ich komme ja, glaube ich, in relativ regelmäßigen Abständen, wenn ich so... Wenn ich 10 solcher Autos abbaue, komme ich doch bestimmt an... Warte, stopp. Bestimmt an eine... Batterie. Im Durchschnitt, sag ich mal, 10 zu 1. Also... Warte mal. So, Schrader. Was ist da denn jetzt? Ich habe die Mission hier gesehen, also rechts von mir. Da ist aber auch noch eine. War die da eben schon? What the fuck? Alter Spiel, du verwirrst mich. Wer will ich denn ernst sein, du Schwein? Mann. Okay, let's get it on. Let's driving to the trader and just talk to him und dann sag ich ihm auch, pass mal auf, du gibst mir jetzt ein bisschen Kohle und ein paar XP-Punkte, damit das Ganze hier erstmal so richtig schön wird. Schwein. Ungefähr so. Ich weiß gleich nicht, ob ich das nochmal 1:1 so hinkriege. Ich werde es versuchen. Versprochen. Ah. Manchmal, ja, manchmal hatte dieses Spiel... Das kommt, Leute. Echt. Reaktionsmäßig war das doch jetzt völlig okay, ne? Abgestiegen, das Ding springt mich schon an und trotzdem ein Schuss. Dafür hatte ich eigentlich voll der Zielanalphabet. Das ergibt noch weniger Sinn, als ich im Voraus dachte. Dafür, dass ich eigentlich sehr, sehr, sehr schlecht im Anvisieren innerhalb von virtuellen Spielmechaniken bin. War das schon völlig okay. Ja, genau. Also bei dem, was man im Seven Dice, was man in den Seven Dice drinne dran sein fährt. Also, so wie man hier in Seven Dice, also das Fahrverhalten in Seven Days to Die, erinnert mich immer, wirklich immer an den Spruch aus Zurück in die Zukunft 2 Straßen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Oder wo wir hingehen? Bitte sagt fahren, ne? Ja. Naja, ich hab recht. So. Does this look like a... Ja, wir sprechen miteinander. Okay, ich brauche eigentlich gar nichts von beiden. Das kann ich mehr zu Geld machen. Darf ich gar nicht mehr da sehen, du Ferkelchen? Darf ich dir auch das verkaufen? Gleich denn hierzu. Ja, sehr gut. Bleibatterie, was hast du? Ja, sehr gut, mein Junge, sehr gut. Guck mal, EP-Zuwachs von 20%. Hat gerade mal 500. Das ist schon nicht unnice. Nee, ne? Alter, damit bringt das Spiel mich gerade in eine Misere. Problem ist, mir fehlen ja die Teile dazu, um das zu bauen. Aber scheißegal, dann kann ich das bauen. Ja, kaufe ich. Alter, doch, das ist nice. Trader, das ist nice. Motor, nee, der hat keine Motorwerkzeugteile. Scheiße. Okay, Nachtpirscher. Darf ich mir nicht holen, sonst habe ich zu wenig Tokens. So, weißt du was? Das über wisst ihr was? So, Mehrzahl. Ihr guckt ja wirklich eine schiere Anzahl von Leuten zu, deshalb Mehrzahl. Der große Kuh. Stürze, doch, habe ich schon. Also, 5000 Tokens brauche ich bei mir. Dann war es das, Trader. Dann war es das mit uns. Schönes Leben noch. Wie wäre es, wenn ich es direkt einfach mal lerne? Erdbohrer. Okay.
Bedeutet, ich glaube, ich könnte jetzt auf dem Weg zur City. Ja, wenn hier auch so ein Teil der City ist, könnte ich hier schon mal eine Mission machen. Und es führt einfach wieder wunderbar über Berge. Ich meine, klar, ich könnte hier auch irgendwie irgendwo eine Straße einfach suchen. Ich mag zwar nicht, wenn ich mich wiederhole, aber Straßen? Da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Sieht man doch, ne? Läuft doch gut. Just drive, man. Just drive. Just drive. Yes, yes. Sonst? Ich will unbedingt... Ich frage mich die ganze Zeit, was kann ich noch anderes tun? Aber ganz ehrlich, ich will einfach diesen Erdbohrer. Ich will Motorwerkzeugteile. Ich will so einen schäbigen Erdbohrer bauen. Damit dann... Damit kann dann die... ich dachte, hier wäre was. Nicht die Produktion, sondern die... Das Ressourcen schürfen. Ich finde, das sagt man so. Kann dann erst so richtig, richtig beginnen, ey. Irgendwie sagt dieser, ich nenne es mal Bergpass, obwohl es so fallen, ich weiß auch nicht. Irgendwie sagt mir das was. Bin ich hier schon lang gefahren? Oder bin ich vollkommen bratschende Biene? Ja, ich bin bratschende Biene. Ja, ich bin bratschende. Man sieht's. Schaut euch das an. Oh Gott, ist das geil. Oh Gott, ist das nice. Ja, komm schon. Ich muss doch da sein, komm schon. Nicht mehr weit. Was ist das denn für eigentlich für eine Mission? Ich hätte sie vielleicht vorher mal... ja, guck mal. Ach, ja, okay. Das wird relativ einfach. Okay. Ah, ich muss dran denken, dass ich nicht unendlich Ausdauer habe. Das wird nämlich mein Problem werden. Guten Flug noch, ne? Einen guten Flug noch. Ach, das sind auch nur drei. Diese Mission ist ja fast schon jämmerlich. Schneller Wegpunkt in die Richtung. Da war ich dann ja anscheinend auch noch nicht. Warte mal, war das hier unser Spielstand, wo hier auch irgendwo das Footballfeld war? Ich weiß es nicht. Irgendwie schwant mir da was, aber dann glaube ich hier in die Richtung, ne? Oder? Da habe ich schon ein bisschen was aufgedeckt. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich sende es jetzt hier einfach mal rein. Vielleicht ist hier irgendwie irgendwo so ein kleiner Work-and-Stiff-Tool-Laden. Wenn nicht, würde ich sagen, gehen wir einfach hier in so ein Einfamilienhaus. Butcher Pete's, oder? Ist doch da hinten. Auch nicht uninteressant. Ja, Butcher Pete's. Aha. Perfekt. Nur weil ich den erblickt habe, bin ich auch... Was ist denn jetzt? Warum ruckelt's? The Beer Dan. Crack a Book. Ich glaube, ich habe... Das ist Karls Cars. Dahinter ist noch ein Bauernhof, ne? Alter, hier haben wir aber ordentlich was zu shakern. Was ist denn da los? Was machst du denn für Geräusche? Pass mal auf, nicht mit mir. Nicht, wenn ich dieses Spiel hier spiele. Ach so. Das ist mir irgendwie in der Zwischenzeit wohl irgendwie so ein bisschen untergegangen, dass ich schon wieder so voll bin. So, was? Ja, das wollte ich auch noch beim Trader verkauft haben. Habe ich gemacht, ne? Ihr erinnert euch, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ist es zwar trotzdem mal mit mir da, aber habe ich gemacht. Ja, habe ich gemacht. Mann, ey. Ein elektrisches... Komm.
Muss das Ganze hier mal ausdünnen, ey. Ja, Leder. Wofür ist Leder wichtig? Irgendwann vielleicht für... Boah, ich habe keine Ahnung. Komm, mach mal voll. Aber da, weißt du, da bin ich auf dem Weg und will eigentlich eine große Loot-Mission starten. Und ich komme eigentlich halb voll schon wieder an. Es ist einfach so typisch, ey. Boah, bin ich ein Esel. Und hier mache ich direkt weiter. Ja, selbst in das Auto wird geguckt. Komm, der Rest bleibt. Scheiß drauf. Das Sellen habe ich gerne. Das ist jetzt ziemlicher Abfuck, dass das zwischenzeitlich wieder so ruckelt. Erinnert mich an die alten Alphas, aber ich weiß nicht warum. Ich weiß überhaupt nicht warum. Ja, keine Ahnung. Finde ich mir einfach jetzt mal drumherum. Keine Ahnung, ey. Mhm. Pisswasser nehme ich auch mit. Oh, ja, klar. Ja, ja. Ja, Messer da drin. Habe ich erstmal rausgefischt. Gut. Eigentlich schon irgendwie Panne, dass mich das Jagdmesser darin stört. Na, hallo, ich fülle mir Pisswasser aus der Toilette ab und mich stört das Jagdmesser da drin. Den Kaffee kannst du dir selbst schlemmen. Aber habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Spiel. Alter, was ein Müll. Hier hinter ist was. Ich spüre es. Nein. Nein. Dieses positive Beeinflussen des Spielgeschehens klappt bei mir echt hervorragend nicht. Öl? Ich weiß gar nicht mehr. Früher war Öl sehr wichtig. Ich pack's jetzt auch immer noch wie ein Berserker ein. Ist das... Kommst du raus? Bleibst du drin, glaube ich, ne? Nee, bleibst du drin, meinte ich. Naja, gut. Ja, dann verstehen wir uns ja. Das sieht so ästhetisch aus. Eventuell wirst du mein Thumbnail. Also Screenshot bist du jetzt schon. Eventuell wirst du aber sogar mein Thumbnail, weil du da so schön liegst. Na komm, aus der Perspektive auch nochmal. Das sieht schön aus. Wirklich. Schönes... Leben passt ja nicht. Schönes irgendwas noch. Ich nehme sie nochmal mit. Ich könnte natürlich auch einfach hier anfangen, Blätter als Papier mitzunehmen. Was ist, wenn ich... Oh ja, hallo, werdet erstmal wach. Nimm alles mit. Mach die erstmal zu. So, jetzt kann ich mir das Ganze mal angucken. Schieße, um zu töten, lass Gott sich um den Rest kümmern. Einer von euch muss sterben. Na, dann lieber dein Gegner. Automatische Waffen verursachen. Ja, 10% mehr Schaden. Ja, das will ich, das brauche ich, das habe ich. Was macht ihr? Okay, dann kann das sein, dass ich da jetzt im Lootraum bin? Wenn ich da, also jetzt nicht jetzt, sondern da, wo ich jetzt gerade reingeguckt habe und wieder rausgegangen bin. Hier ist nichts drin. Noch nichts. Schade. Das ist Papier. So. So, ihr seid dann wahrscheinlich hier oben irgendwo im Pool oder was? Ich muss die erstmal dem Erdboden gleich mal. Ja. Achso, Headbang. Achso, Headbang. Okay. Okay. Sehr schön, mein Guter. Aha. Ja, machen wir mal. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Erstmal, ja, genau, hauen. Nicht auseinanderschrauben, schön hauen. Ironie auf. So. Das ist schon leer. Das ist nicht leer. Okay, ich glaube, dieses Haus ist extrem scheiße.
Ja, ich. Der Motor kann mir gestohlen bleiben. Was? Oh nein, jetzt muss ich's abschrauben. Oder. Oh nein. Lieber. Mein lieber Herr Gesangsverein, das kann nicht sein, was mir für Sachen in meinen Spielen passiert. Es ist unglaublich. Nein, hier sind jetzt nicht die. Doch, eine Loop-Kiste. Oh, shit. Sonst gibt es ja die, wo mehrere. Also, wo drei Loot-Kisten hier stehen. Fuck. Okay. Fahrradlenker brauche ich eh. Für. Kettensäge? Nee, ja, ich glaube für den Erdbohrer. Also, gut. Nur, Problem dabei ist, so ein Scheiß kann ich auch selber irgendwie craften. Die Motorwerkzeugteile, die kann man nicht, ne? Motorwerkzeugteile, nee. Warte mal. Erdbohrer. 15 Stück. Alter, ist das eine fiese Scheiße, ey. Und ich habe alles außer dem Zeug, welches ich nicht craften kann. Oh, ist das fies, ey. Alter Schwede, ist das fies. Spiel, verpfatz dich. Warum habe ich dich nicht abgebaut, Auto? Nur einfach mal so als Frage. Was war da los mit mir? Noch ein Motor. Okay, die scheinen da gerade aus den Autos wie Sahne rauszulaufen, weil Sahne dafür bekannt ist, aus Autos rauszulaufen. Naja. Ja. Falls noch mehr davon kommen, dann können die da stacken. Das kann eh stacken. Dich brauche ich nicht. Keine Ahnung. Ja, komm, ich nehme noch mal zwei Motoren mit. Aber echt, die Rohre, die kann ich craften. Never. Da habe ich schon, okay. Dann hat das. Scheine da scheint, sprich ein elektrisches Teil. Alter, das ist so wenig. Das. Alter, und immer noch nicht voll. Alter, 1500 da reingestülpt. Da kotze ich gleich. Okay, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir machen genau hier an Ort und Stelle weiter. Diesmal versprochen, wir machen hier an Ort und Stelle weiter. Okay, beim letzten Mal war es auch bei der letzten Folge. Wir hatten ja an Ort und Stelle weitergemacht, nur ich hatte für mich selbst 2 Wochen Pause da drin. Ja, meine Damen und Herren, keine Ahnung, was das jetzt für ein Exkurs war. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Tybauer und ich bin verflucht noch eins raus aus dieser Nummer. Ciao!